Okay. Hi zusammen, mein Name ist Alban. Ich bin die Tatjana. Wunderbar. Wir machen heute unsere Prime-Session Legs and More. Ja, geben heute richtig Gas. Das heißt, es geht um die Beine, aber auch um den Oberkörper. Ja, die Beine stehen aber mehr im Fokus. Wir brauchen auch sehr, sehr viele Utensilien tatsächlich heute. Und zwar brauchen wir einmal einen Kasten. Dann benötigen wir noch zwei Wasserflaschen oder zwei leichte Gewichte, wenn ihr solche zur Verfügung habt. Dann könnt ihr euch noch einen Stab als Hilfsmittel mit dazu nehmen. Eine Matte und dann können wir auf jeden Fall ein intensives Workout machen. Tatjana, bist du ready? Ich bin bereit. Ich hoffe, du auch. Bereit geboren. Legen wir direkt los. Die Tatjana macht euch die erste Übung vor. Das ist einmal der Staying Alive. Genau. Ja, wunderbare Übung, um den ganzen Körper vorzubereiten auf ein intensives Krafttraining. Ja, die Tatjana streckt sich hier schön in die Länge, steht nur auf einem Fuß, ja, und rotiert dann mit dem Oberkörper runter zu dem Stab, versucht hier möglichst das Gleichgewicht zu halten und öffnet sich wieder schön in die Länge. Ja, das heißt, wir haben eine Rotation in der Brustwirbelsäule, ja, das Kniegelenk wird vorbereitet und die Fußgelenke ebenso. Und natürlich auch das Schultergelenk. Ja, stimmt. Ja, gut ergänzt. Und wir beanspruchen natürlich auch nochmal unsere Koordination. Tatjana macht das wunderbar. Die lässt es sehr leicht aussehen, aber es ist eine anspruchsvolle Übung. Deswegen nehmt euch auf jeden Fall den Stab mit dazu. Man kann es natürlich als Fortgeschrittener auch ohne Stab machen. Ich versuche es gleich mal vorzumachen. Ja. Wir haben die letzten 5 Sekunden, dann wechseln wir gleich einmal direkt rüber auf die andere Seite nach einer kurzen Pause. Genau, dürft ihr die Beine kurz auslockern. Ich kann euch die Übung ja zwischendurch auch schon mal vormachen. Ja. Ihr zieht euch hier in die Länge. Ja, wir gehen runter. Ihr seht, es fällt mir sehr, sehr schwer und ich bin noch nicht aufgewärmt. Ja, deswegen, zack. Ja, nimmt die Arme dabei schön mit und versucht hier eine Beugung, ja, mehr Beugung als ich im Kniegelenk. Das Knie ist das Knie, was ein bisschen schepp ist bei mir. Genau. So, wir wechseln auf die andere Seite und ziehen uns auch hier wieder schön in die Länge und diagonal wieder runter zum Stab. Rechts wie links, überragend, Tatjana. Ah, da lässt du mich wirklich alt aussehen. Ja. Wo merkst du es? In welchen Muskelgruppen merkst du es am meisten während der Übung? Am meisten in meiner Bein- und Gesäßmuskulatur. Ja, wunderbar. Viele meiner Mitglieder, die ich im Personal Training habe, merken es auch sehr im Fuß. Ja? Da die Stabilität, die wird natürlich auch nochmal mittrainiert, deswegen beansprucht das natürlich auch nochmal so ein bisschen ja, die Muskulatur in den Füßen, die ganz, ganz feinen Muskeln. Tatjana, du hast noch 15 Sekunden und dann geben wir richtig Gas. Ja, da brauchen wir ein paar Sachen mit dazu. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und eine kurze Pause. So, wir machen mit der nächsten Übung gleich weiter. Wir haben noch 10 Sekunden Pause. Die Tatjana erklärt es euch auch noch mal ganz kurz. Wir machen unseren Thruster. Dafür könnt ihr euch gerne den Stab dazu holen, den wir eben schon benutzt haben. Das ist eine Kombination aus unserer Kniebeuge. Und wir nehmen hier die Ellbogen so weit nach oben, wie wir können und fixieren damit einmal den Stab, dass er nicht runterrutschen kann und schön eng zusammen. Genau, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Ich nehme immer einfach hier ein paar Hanteln mit dazu und mache die Übung auch parallel hinter der Tatjana einfach weiter. Ja, ihr achtet drauf, ja, dass die Ellbogen schön nach vorne zeigen. Ja, wir wollen sie nicht hier außen haben und gehen dann in die tiefe Kniebeugeposition und schieben dann die Arme wieder hoch Richtung Decke. Ja, die Knie schieben wir wirklich aktiv nach außen, ja, und versuchen gerade bei dieser Bewegung nach oben nicht hier hinzuschieben, sondern zack, ja, da wollen wir hin, bap, in die komplette Streckung und achtet darauf, deswegen nehmen wir nämlich den Stab, dass die Wirbelsäule schön gerade bleibt. Hoppla. Genau. Ihr habt noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, sehr gut, 2, 1, bumm. Hier knallt es die ganze Zeit, hier geht es richtig ab, ihr merkt es. Ja, wir wollen Gas geben, deswegen knallt es hier immer. Ja? Habt noch 20 Sekunden Pause, als nächstes machen wir die Spagatkniebeuge bzw. den Spagatsprung. Ja, der sieht folgendermaßen aus, zack. Ja, so könnt ihr es machen, leicht auf den Fußballen,
Ja, wer nicht springen möchte, kann das Ganze auch gehend machen. Ja, in großen Steps. Dürft direkt mit loslegen. Ja, ich mache die Übung auch mal mit. Zack. Ja. 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 Schön leichtfüßig, Tatjana. Gar nicht so einfach. Ja, absolut. Ich merke auch, meine Pumpe geht, mein Puls steigt. Ich hoffe, ihr habt euren Maisongurt an. Ja, und ich bin gleich im gelben Bereich schon. Der Po brennt, die Beine brennen, die Waden brennen, alles brennt. Deswegen gönne ich mir jetzt eine kleine Pause. Tatjana gibt Gas. Auf geht's. Mach nochmal ein bisschen größer die Sprünge. Jawohl. Noch 20 Sekunden. Sehr gut. Ich bin immer noch im gelben Bereich. Und die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Durchatmen, sehr anstrengend. Tatjana und ich sind mehr Krafttraining gewohnt. Ja. Ausdauer ist nicht so unser Lieblingsding, aber muss auch mal sein. Absolut. Kommt zur nächsten Übung. Und zwar machen wir jetzt einen Ausfallschritt nach hinten, kommen in den Stand, boxen dann mit links und dann mit rechts. Wichtig ist hier, rotiert schön mit. Machen das Ganze immer nur auf einem Bein. 3, 2, 1 und Vollgas. Jawohl. Tatjana versucht noch ein bisschen mehr mit zu rotieren. Genau. Dreh den Fuß auch in den Boden mit rein. Zack. Und die Hüfte geht auch mit. Ja, du schiebst mit der Hüfte, bap, dynamisch zur Seite. Sehr gut. 40 Sekunden haben wir noch. Ja, wir gehen in den Ausfallschritt. Zack. Und dann, bap, bap. Ja, dynamischer Step. Kommen wieder hoch. Zack, zack. Ja. Und können das Ganze natürlich auch nochmal mit ein bisschen mehr Tempo machen. Bap, bap. Ja, atmet dabei schön aus. Bap, bap. Zack, zack. Auf geht's, Tatjana, komm. Ziehen wir es durch. 10 Sekunden noch. Jawohl. Wechseln dann im Anschluss auf die andere Seite. Noch 3, 2, 1. Pause. Ich bin wieder im gelben Bereich. 81%. Ja, da verbrennt man natürlich am meisten Kalorien. Ich habe meinen Maisongurt an. Tatjana auch am Handgelenk heute. Wechseln im Anschluss direkt auf die andere Seite. Und ich muss jetzt erstmal Luft holen. Puh. Anstrengend, oder? Auf jeden Fall. Kommst du ins Schwitzen? Ja. Sehr gut. Ja, macht euch schon mal bereit für die andere Seite. Wir haben noch 3, 2, 1 und go. Jawohl. Bap, bap. Ja, lass uns mal ein Tempo machen. Bap, bap. Jawohl. Zack, zack. Sehr gut. Bap, bap. Ja, stabiler Stand. Bap, bap. Vorderfuß ist immer komplett auf dem Boden. Ja, das wird ein anstrengendes Workout, Tatjana. Ich habe lange kein Cardio mehr gemacht. Sehr schön, wir haben noch 30 Sekunden. Jawohl. Und bam, bam. Ja, denkt dran, Oberkörper wieder mitdrehen. Zack, zack, jawohl. Bap, bap. Letzten 16. Ja, roter Bereich bei mir. Ich kann trotzdem noch reden. Ja, ich muss auch sagen, ich habe früher Fußball gespielt. Und 5, 4, 3, 2, 1 und ja, geschafft. Mein Gott, Tatjana. Lang nicht mehr gemacht. Ja, ja, aber intensiv. Aber tatsächlich brauchen wir als nächstes unsere Box. Die schnappen wir uns einmal und steigen da drauf. Ja, Tatjana macht euch das vor. Genau. Ja, ihr nehmt das Knie hoch. Step back, Knie hoch. Jawohl. Ja, auch so ein bisschen kardiolastig. Dürft direkt mit der Tatjana loslegen. Jawohl. Und Gas. Bap, jawohl. Sehr gut, Tatjana. Was ihr auch gerne machen könnt, hier oben in der Position kurz verharren und dann wieder runtersteigen.
Genau. Bauch dabei anspannen. Trainieren hier primär Oberschenkel, Vorderseite, Gesäßmuskulatur. Und ihr merkt die Ausdauer. Ja, mega ungewohnt. 20 Sekunden noch. Mein Bein brennt. Dein Bein brennt? Ja. Ja, welches denn? Das linke. Ja, im Prinzip, du beanspruchst ja auch beide Beine. Ja, hier haben wir einmal das linke Bein beansprucht, jetzt das rechte. Ja, das wechselt sich quasi immer ab. Wunderbare Übung. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Tatjana ist am Schnaufen. So, dann löse ich dich mal ab. Ich mache es jetzt mal auf der anderen Seite. Genau. Ja, du kannst dich am besten... Dann schau ich mir das mal an. Du kannst dir mal von vorne mein Knie anschauen, ob das stabil steht. Wunderbar. Wir haben noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und los geht's. Sehr gut. Ganz wichtig, dass dürft ihr nicht vergessen, währenddessen wirklich den Bauch immer schön fest anspannen, dass ihr wirklich eine feste Körpermitte habt. Gut. Sehr schön. Wie fühlst du dich, Ivan? Angestrengt, Tatjana. Ja, du siehst ja meinen Puls, der steigt und steigt. Ja, stimmt. Wo merkst du es? Abgesehen von der Stabilität, die wir hier natürlich auch trainieren. In den Beinen. In den Beinen. Beide gleich? Nee, tatsächlich beanspruche ich das linke etwas mehr. Ja. Durch den Step nach oben. Genau. Wie lange haben wir noch, Tatjana? Wir haben noch 15 Sekunden. Also... Endspurt, die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, schon sehr wieder. Gut gemacht. Roter Bereich. So, nächste Übung. Eine Push-Up-Variante, ja, die ihr auch immer schön zu Hause machen könnt. Schnappt euch am besten eine Matte dazu. Genau, Tatjana macht euch die Übung einmal vor. Und erklärt sie euch gleichzeitig. Also wir haben hier natürlich viele Varianten, die ihr machen könnt. Ihr könnt einmal den klassischen Push-Up machen. Ganz wichtig, der Bauch ist immer schön fest. Die Arme ungefähr auf Schulterhöhe. Und unsere Variante ist die auf den Knien. Und dann schieben wir unseren Gesäß nach hinten und kommen einmal wieder zurück in unsere kniende Liegestütze. Sehr gut. Ja, wunderbar. Versucht hier von der Fingerposition zu gucken, dass ihr die Finger schön spreizt. Ja, krallt euch in den Boden rein. So verteilt ihr das Gewicht vom Oberkörper auf die komplette Hand. Ja, hier schieben wir schön das Gesäß gleich weit nach hinten. Jawohl. Perfekt. Sehr gut, Tatjana. Ja, hast schon fast die volle Minute. Ich dachte, ich helfe dir oder unterstütze dich, aber du machst es wirklich super. Bin auch froh um eine kleine Pause. Hab die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, stark, 4, 3, 2, 1. Ja, Tatjana, man merkt auf jeden Fall, du trainierst fleißig. Ja, nächste Übung, die wir machen, ist... Ja, eine sehr, sehr intensive Übung. Das ist einmal der Bulgarian Split Squat. Dazu könnt ihr euch wieder eure Erhöhung mit dazu nehmen. Ja, ich mache euch die Übung vor. Stellen einmal ein Bein hinten auf die Erhöhung drauf. Ja. Machen einen großen Schritt nach vorne und arbeiten jetzt mit dem hinteren Knie Richtung Boden nach unten. Genau. Und richten den Oberkörper. Ihr könnt schon direkt mit loslegen. Wieder auf. Genau, ganz wichtig hierbei, dass wir auch immer schön den Oberkörper möglichst gerade lassen. Also Schultern auch immer schön nach hinten ziehen. Ja, ihr könnt auch gerne Zusatzgewichte mit dazu nehmen. Ja, einfach in die Hände nehmen, zack, runter und wieder hoch. Genau, das ist eine super Variante, falls es euch mit eurem eigenen Körpergewicht zu einfach sein sollte. Könnt ihr gerne zwei Wasserflaschen dazu nehmen oder eben so das, was ihr zu Hause habt. Sehr gut, Alban, wir haben noch 20 Sekunden. Danach löse ich dich ab und dann mache ich das die andere Seite. Sehr gut, ja, 15 Sekunden. Ich bin im Moment 8 Wiederholungen gewöhnt. Jetzt habe ich, glaube ich, schon 15 gemacht. Sehr gut,
die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Super. Oh. Dann darfst du mir gerne mal die Gewichte geben. Oh, mit Gewicht. Ja, sehr stark. Natürlich, wenn schon, denn schon. Wunderbar. Ich bin gespannt. Ja, achtet auch hier wieder aufrechte Position. Ihr seht es wunderbar bei der Tatjana. Hast aber noch kurz Pause. Haben noch 15 Sekunden zum Durchschnaufen. Außer du willst 1 Minute 15. Ich kann nur sagen, es war anstrengend. Puls ist bei 87%. Und man hört, ich bin die ganze Zeit am Schnaufen hier. Gut. Okay, 3, 2, 1 und go. Genau. Ja, ihr seht's. Schön gerader Rücken bei der Tatjana. Genau. Ja, guck nochmal. Hier die Ferse, schön Druck auf die Ferse. Genau. Ja, die bleibt am Boden. Sehr gut. Genau. Ja, wunderbare Übung. Oberschenkel, Vorderseite, Gesäßmuskulatur. Achtet auch bitte nochmal drauf. Das seht ihr vielleicht aus der Perspektive nicht. Oftmals passiert es, dass wir mit dem Knie hier nach innen arbeiten. Wir wollen das Knie aktiv nach außen schieben, ja, um das nicht falsch zu belasten. Ja, Tatjana, noch 15 Sekunden. Sehr gut. Ja, brennt's schon? Auf jeden Fall. Wo merkst du es? Auch in den Beinen, logischerweise. Auf jeden Fall, ne? Beine und Gesäßmuskulatur. Jawohl, sehr gut. Noch 3, 2, 1 und ihr dürft einmal lösen. So, nächste Übung, die wir machen, Bend Over Reverse Fly. Machen das Ganze unüblicherweise mal einarmig. Ja, Tatjana macht es einmal vor, kannst du mir eine geben? Ja. Wunderbar. Stellt sich einmal seitlich hin, Oberkörper ist vorgebeugt. Ja, hier haben wir einen schönen geraden Rücken, das heißt, wir ziehen die Schulterblätter hier schon zusammen. Hinten sind wir in einem leichten Hohlkreuz. Bauchmuskeln anspannen. 3, 2, 1 und wir gehen seitlich hoch. Ziehen hier bewusst die Schulterblätter zusammen und versuchen hier in der Position kurz zu verharren und kommen dann wieder runter. Ja, die Knie von der Tatjana, seht ihr, sind leicht gebeugt und der Kopf ist in einer neutralen Position. Tatjana, wo spürst du es am meisten? In der Schulter. In der Schulter. Wir machen die Schulterblätter. Die arbeiten natürlich auch. Die arbeiten mit. Natürlich merkt man das natürlich auch anatomisch unterschiedlich. Der eine ist zum Beispiel in den Schulterblättern sehr stark und merkt es dann mehr in den Schultern und andersrum. Ja, Ziel ist es hier wirklich, die Schulterblätter wirklich fest zu beanspruchen, fest zusammenzuziehen. Klassische Haltung, die wir hier mit trainieren. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. So, wunderbar, Tatjana, gut gepowert. Wir kommen zur nächsten Übung. Das ist einmal Sit-Through. Die mache ich euch einmal vor. Koordinativ sehr anspruchsvoll. Ja, hau mal raus. Wir starten einmal in einem knienden Ausfallschritt. Ja, beugen genau. Uns dann einmal zur diagonalen Seite vor. Und dann geht einmal der Fuß unten drunter durch, sozusagen am Bein vorbei. Und die Hand berührt einmal das Bein. Wir können uns direkt bereit machen und loslegen. Also einmal schaut es euch vielleicht noch einmal an, weil es ist gar nicht so leicht. Vielleicht seht ihr direkt am Anfang nicht alles. Genau, die Hände einmal nebenan ablegen und dann einmal unten drunter durch und die Hand berührt, also diagonal, die linke Hand berührt einmal hier im Beispiel den rechten Fuß. Und dann richten wir uns ganz am Anfang wieder auf, kommen in die Startposition zurück, nehmt da die Arme gerne einmal mit nach oben, dass ihr hier schön in die Streckung kommt, richtet euch auf und dann einmal wieder unten drunter durch. Sehr schön. Wir haben noch 25 Sekunden. Wie fühlst du dich, Alban? Angestrengt, Tatjana, angestrengt. Du merkst es? Ich merke es tatsächlich irgendwie überall. Hier ja. Neben Oberschenkel merke ich es in der Gesäßmuskulatur, in meiner rechten Schulter, die wird jetzt sehr beansprucht gerade. Genau, also durch die ist Position. Auch eine Ganzkörperübung, die wir hier mit drin haben. Sehr schön, die letzten 3, 2, 1, perfekt. Gut, die eine Seite haben wir schon mal geschafft. Ja, Gott sei Dank. Ja, Rumpfmuskulatur wird natürlich auch beansprucht. Ich merke es jetzt hier ganz besonders in der rechten Seite. Mhm. Auf der anderen Seite wird es dann die linke Seite sein. Bin aber auch froh, dass ich jetzt eine kurze Pause habe. Ja, ich wollte dich mal ablösen, Tatjana. Ich kann dich ja nicht die ganze Zeit schuften lassen.
5, 4, 3, 2, 1. Und los geht's. Genau, immer wieder schön in die Ausgangsposition zurückkommen, die Hände weit nach oben über den Kopf strecken, dass ihr euch mal lang zieht. Und dann legen wir die Hände wieder zur anderen Seite ab und einmal unten drunter durch die Hand berührt den Fuß. Ich merke, auf der Seite bin ich ein bisschen geschmeidiger. Ja? Fast wie ein Kätzchen. Vielleicht merkt ihr auch bei euch, dass ihr eine Seite habt, die besser funktioniert als die andere. Sehr gut. Ja, da musste jetzt die Regie so ein bisschen lachen hier. Wir haben noch 25 Sekunden. Gut. 25? Ja. Was hast denn du für eine Uhr mitgebracht, Tatjana? Komm, die letzten 10, die schaffst du. Muss ich ja. Gut. Und wir haben nur noch 5, 4, 3, 2, 1. Und geschafft. Boah, die Schultern. Ich glaube, ich lege mich jetzt mal hin für die nächste Übung und entspanne ein bisschen. Als nächstes kommt unsere Pelvic Stabilization. Also eine stabilisierende Übung. Dafür legt ihr euch einmal in Rückenlage auf den Boden oder auf die Matte. Die Füße sind aufgestellt und Albans Füße berühren sich, also ganz nah aneinander. Und ganz wichtig, eure Lendenwirbelsäule berührt den Boden, den Bauch fest anspannen. Und dann drückt ihr einmal rechts und links aus Kraft das Bein Richtung Boden. Ihr dürft schon direkt mit einsteigen. Versucht wirklich hier aktiv euren Gesäßmuskulatur anzuspannen, beziehungsweise immer im Wechsel einmal links, dann einmal rechts das Bein Richtung Boden zu drücken und auch wieder hochzudrücken. Achtet drauf, ganz wichtig, dass ihr mit der anderen Seite auch fest auf dem Boden liegen bleibt. Ihr könnt zum Beispiel als kleiner Test, ob das bei euch alles so gut klappt, rechts und links eure Hand zum Beispiel einmal unter die Lendenwirbelsäule schieben. Da passt nichts drunter. Da kommt gar nichts durch. Genau, sehr gut. Merkst du es wo merkst du es, Alban? Ja, irgendwie gefühlt überall. Bauchmuskeln natürlich, die werden jetzt hier mit beansprucht. Ich merke es aber auch in der Gesäßmuskulatur, ja, weil ich die auch mit anspannen muss. Ja. Gut, die letzten 10 Sekunden. War schon vorbei. Und also ist gar nicht mal so unanstrengend. 5, 4, 3, 2, 1. Und lösen. Perfekt. Sehr gut. So, muss ich mein Mikro wieder dran machen. Dann kommen wir nämlich zu einer Stretching-Übung, zum Runterkommen. Die können wir wunderbar in kniender Position machen. Ja, dürft euch einfach mal hinknien. Ich switch mal hier rüber. Könnt euch auch gerne so einen Stab zur Hilfe holen. Genau, ja. Wichtig ist jetzt hier, Bein einmal ausstrecken und wir beugen uns mit geradem Rücken nach vorne. Die Tatjana macht es jetzt gerade mit einem Stab vor. Tatjana, vielleicht zeigst du es auch nochmal von der Seite. Ziel ist es jetzt hier, nicht mit Buckel nach vorne zu kommen, sondern dass der Rücken schön gerade bleibt. Und Tatjana, du wirst bestätigen können, wo spürst du es jetzt am meisten? Wahrscheinlich Oberschenkelrückseite, genau, nehme ich an. Ja. Ja. Intensiver Stretch für die Oberschenkelrückseite, die wir auch mit beansprucht haben natürlich in dem Workout. Und da ist es ganz, ganz wichtig, am Ende des Workouts die Muskulatur nochmal lang zu machen und die Spannung zu halten. Ihr seht, Tatjana hat die Fußspitze hier auch schön rangezogen. Dann zieht es auch nochmal einen Ticken mehr. Mhm. Halswirbelsäule schön gerade. Ja, Blick geht hier einmal Richtung Boden. Und die Brustwirbelsäule schön aufgerichtet. Halten das Ganze noch 15 Sekunden. Das auch gerne mal lösen. Nach hinten kommen. Und wieder rein in die Dehnung gehen, wenn es irgendwann zu intensiv ist. Ihr habt noch 5, 4, 3, 2, 1. Und wir lösen vorsichtig. Wechseln einmal das Bein. Ja, wir haben jetzt hier zwar eine kleine Pause drin. Ihr zu Hause müsst aber keine Pause zwingend machen daheim. Deswegen können wir auch jetzt schon mal so ein bisschen in die Dehnung reingehen. Ja, und jetzt nehme ich dir mal den Stab weg und jetzt bin ich mal gespannt, wie gerade du im Rücken bleibst. Wenn nicht, ich habe den Stab ja hier in der Hand, ne? Gib's auf die Finger. 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt startet die offizielle Zeit. Genau. Ja, und schon kommt die Tatjana nicht mehr so weit nach vorne. Traust du dich nicht oder ist die Seite einfach nur ein bisschen verkürzter? Was sagst du?
Ich glaube tatsächlich, ich merke es noch ein bisschen mehr in meinem rechten Bein. Okay, ja, ich würde auch tatsächlich sagen, also du bist hier deutlich verkürzt als auf der anderen Seite, was bei euch auch vorkommen kann, das ist überhaupt gar kein Problem. Umso mehr sollten wir uns auf die schwächere Seite, die unbeweglichere Seite konzentrieren. Nimm nochmal den Stab dazu zum Vergleich. Also meine Meinung ist, du kamst auf der anderen Seite ein bisschen weiter vor. Oder du kommst generell mit dem Stab einfach ein bisschen weiter nach vorne, weil jetzt bist du ein bisschen weiter vor. Genau, Fußspitze nochmal schön rangezogen, Halswirbelsäule gerade. Ja, noch 10 Sekunden gleich. Ja, ab jetzt 10 Sekunden noch vor euch. Ja, noch 6, 5, 4, 3, 2, 1 und kurze Pause. So, wir haben jetzt nochmal 30 Sekunden zum Verschnaufen, während wir euch da die letzte Übung nochmal erklären, die wir machen. Ihr dürft unten am Boden bleiben. Genau, jetzt gehen wir nochmal in die Dehnung von unserem Hüftbeuger. Hier kannst du mit dem Fuß nochmal ein bisschen weiter nach vorne kommen und mit dem hinteren Knie noch einen Ticken weiter nach hinten. Genau, ja, richtest den Oberkörper auf, schiebt das Knie nochmal ein bisschen weiter vor. Perfekt, versucht den Oberkörper hier schön gerade zu lassen, die Zeit läuft auch jetzt. Genau, ja, und wer möchte, der darf mal mit seiner Hand an den Hinterkopf greifen, mit der rechten Hand, Entschuldigung, genau, auf der Seite, wo das Bein hinten ist, greift ihr einmal an den Hinterkopf, jetzt kommt der Ellbogen relativ nah ans Gesicht ran, so, und jetzt schiebst du den Ellbogen nochmal schön nach oben, versuchst aber hier gerade zu bleiben, genau, perfekt, ja, da habt ihr automatisch nochmal ein bisschen mehr Stretch hier im Hüftbeuger. Zieh nochmal schön hier hoch. Ja, schieb meine Hand weg. Ja, merkst du es intensiver? Ja. Genau. Ja, Ellbogen wieder nah an den Körper ran. Ist natürlich auch ein bisschen Gleichgewicht gefragt. 20 Sekunden haben wir noch. Und schön hoch. Jawohl. Ja, Spannung halten und konzentriert euch immer auf die Atmung. Ja, ganz, ganz wichtig. Tief ein- und ausatmen. Ihr habt noch 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und vorsichtig aus der Dehnung raus, gestretched. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Tatjana ist im Träumeland. Ja. Tatjana ist tiefenentspannt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wechseln nochmal rüber auf die andere Seite und dehnen da auch nochmal schön nach. Jetzt könnt ihr hier nochmal eine schöne Perspektive von der anderen Seite sehen. Ja, haben noch 8, 7, mach dich ready. 5, 4, 3, 2, 1, jawohl. Ja, nimmst wieder den Ellbogen nah ans Gesicht ran. Genau. Ja, und schiebst jetzt meine Hand hier weg, lehnt sich so ein bisschen nach hinten und dann zieht es hier. Ich merke es tatsächlich auch manchmal so ein bisschen am Bauchmuskelansatz hier unten. Ja, das ist schön intensiv. Und gerade für unsere Mitglieder oder die Leute, die viel im Büro sitzen, immer sehr, sehr wichtig, den Hüftbeuger mitzudehnen. Weil, wenn der verspannt ist, gibt es dann öfter mal Probleme mit dem hinteren Rücken. Deswegen versucht da immer mal wieder Stretch mit einzubauen. Halten das Ganze noch ganze 25 Sekunden, Tatjana. Bist tiefenentspannt, oder? Ja, so siehst du auch aus. Ganz entspannt nach dem intensiven Workout. Ja, versucht euch nochmal bewusst auf eure Atmung zu konzentrieren, während ich euch hier zuballer mit Informationen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir lösen. Wunderbar, Tatjana. Wir haben es geschafft. Du hast es vor allem geschafft. Sehr, sehr gut gepowert. Ja, ihr zu Hause auch. Sehr, sehr viel Gas gegeben. Wenn euch das Workout gefallen hat, ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, um mit Tatjana und mir Gas zu geben. Ciao und bis zum nächsten Mal.